Wir sind zwar spät in der Zeit, aber für dich. Ich finde, das geht noch so akademisches Viertel, oder? Akademisches so Viertel, wir haben es fast wieder aufgeholt. So, Lina, bei dir sind wir über eine Empfehlung draufgekommen. Wir hatten das schon kurz besprochen. Irgendeiner meiner Kollegen hat mal gesagt, schau dir mal die Lina an. Und dann stand da eine Website in so einer Linkliste. Mhm. Und ich habe da mehr oder minder aus Zufall drauf geschaut und bin da hängen geblieben. Ich bin, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde an deinem Blog hängen geblieben und habe mir die Fotos angeschaut und war auf deinem Instagram-Kanal und habe gesagt, Mensch, dich möchte ich haben, vor allem, weil du aus Hamburg bist. Heimspiel für dich. Heimspiel und trotzdem zu spät gekommen heute. Aber Lina, nochmal ganz kurz. Was bist du, wer bist du? Lina Malone. Ja. Ja. Malone ist so richtig ausgesprochen? Malone ist komplett richtig ausgesprochen, ja. Also richtig gut. Normalerweise sagen die Leute Melon, okay. Was nicht richtig ist. Malone ist richtig. Und eigentlich ist, was bist du, Lina Malone, schon die Antwort, weil ich immer sage, klar, Lina Malone ist mein Künstlername. Ich habe angefangen als Fotografin und als Autorin, als freie Autorin, aber mittlerweile erstreckt sich das übers Bloggen. Ich bin Interior Designerin, dekoriere Sets, ich mache Reisereportagen und schreibe ein eigenes Buch, gerade das dann hoffentlich auch funktioniert, und mache eigentlich ganz viel, und das alles bin dann halt ich, und darum sage ich immer, dieser Blog, dieses www.linamalone.de ist eigentlich das Portfolio, mein Blickwinkel auf die Welt, und ist meine Perspektive, mit der ich durchs Leben gehe, und ist darum tatsächlich nicht ein Modeblog oder ein Lifestyle-Blog, sondern ein Life-Diary. Und Ich wollte hier auch mal direkt auf den Blog gehen. Ich glaube, wir müssen dort das richtig ausschreiben. Ausschreiben, genau. .de, ne? Guck mal, so oft hast du ihn dir nämlich noch nicht angeguckt. So. Ja, auf diesem Rechner noch nicht. Das ist ja auch nicht mein Rechner. Vor allen Dingen ist das nicht mein Browser. Wir warten mal, bis er auftaucht, genau. Im Hintergrund, und gehen hier nochmal drauf. Ja. Weil dein Blog, wie gesagt, fand ich wirklich am beeindruckendsten. Auch den Aufbau, wie ich dort Bilder finde, wie ich dort entsprechend angesprochen werde durch die Fotografie. Und das wäre gleich mein nächster Punkt. Du hast es schon vorweggenommen. Du bist Fotografin gewesen. Ja. Ist das was, wo du sagst, du hast eigentlich gegenüber anderen bloggenden Kollegen schon einen Vorteil vorab, weil du dann deine Website, deine Blogs ganz anders aufbereiten kannst? Also ich würde sagen, früher schon. Und das war auch so der Grund, was ich am Bloggen früher toll fand, oder was ich immer noch natürlich toll finde, aber was früher ein größeres Thema war. Damals hat man das Bloggen als Hobby natürlich betrieben und hat sich Skills angeeignet. Von Layouting über Fotobearbeitung, Fotos machen, schreiben. Du warst das alles. Du warst diese One-Man- oder Woman-Show. Und heute hast du natürlich ein Team hinter dir, so der bekannte Instagram-Husband oder was auch immer man da so hat, sodass ich denke, wenn man anfängt, hat man, wenn man fotografieren kann und ein ästhetisches Empfinden hat, auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber allen anderen, klar. Du bist auf deinen, oder in deinem Blogartikel, gehen wir mal hier rein, natürlich sehr oft selber zu sehen. Ja, ja. Hier würde ich jetzt sagen, das ist bei dir zu Hause, da würde ich sagen, vielleicht das Parfüm gestellt. Ja, exakt. Es ist nicht bei mir zu Hause. Wie viel Alkohol hätte ich denn zu Hause? Wir kennen uns noch nicht so lange. Bei Dom sieht das so aus. Und vor allen Dingen dann nur den gleichen. Ja. Nein, das ist in einem kleinen Laden hier in Eimsbüttel. Ich mag das eigentlich ganz gern, dort zu shooten, wo ich auch selber bin. Ja. Also wir suchen uns tatsächlich keine Studios oder so, sondern wir fragen die Läden, die Cafés, wir gehen in die Straßen, in denen ich wohne, in denen ich mich bewege, und shooten halt dort. Das ist auch in dem Café. Das war dann halt ein kleiner Outfitwechsel. So, dass wir halt immer sagen, das, was auf den Fotos drauf ist, klar, das haben wir jetzt in der Hinsicht inszeniert, dass wir gefragt haben, können wir da gerade mal Fotos machen? Wir wollen ja auch euer Tagesgeschäft nicht stören. Aber gibt es wirklich. Also wir kreieren da nicht irgendwelche Momente, die es gar nicht gibt. Wen hast du da als Fotografen dabei? Unterschiedlich, ganz oft. Also wirklich, ich kann doch mit etwas Stolz behaupten, dass 80% der Fotos von mir selbst gemacht sind. Also es sind Selbstporträts, wo der Selbstauslöser sehr versteckt ist. Entweder trete ich mit dem Fuß selber drauf oder habe den irgendwie unter einer Tasse versteckt oder so. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ansonsten schreibe ich die Jobs eigentlich frei aus, aber die Post, sämtliche Bearbeitungen, das ist zum Beispiel ein Selbstporträt. Das ist mit einem Auslöser, Fernauslöser entstanden, die ganze Strecke. Und die Post mache ich aber komplett selber. Ja. Ja. Das heißt,
viele Blogger nehmen ja entsprechend auch die Bilder und sagen, Mensch, mit Nachbearbeitung kenne ich mich nicht viel aus, das lasse ich mal komplett weg. Du gehst da tatsächlich dran und sagst, meine Bilder kriegen noch die nötige Liebe, bevor sie auch online gehen. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil ich vorher, ich bin jemand, ich denke in Formen und Farben. Ja. Und in Farbzusammenstimmung und ich weiß vorher, wie das rote Kleid beispielsweise vor der grünen Wand funktioniert, aber nur wenn das Grün diesen Farbton hat und ich weiß, welche Stimmung es ausdrücken soll. So ein bisschen, ich sage immer so, jemand, der Video macht, weiß vorher, wie sein Video aussehen soll und ich weiß vorher, welche Stimmung der Blogpost haben soll mit Foto, Layout, Bildbearbeitung und Sprache im Gesamtbild und dementsprechend gibt es dann immer ein Preset. Also ich habe 25 selbst gebaut. Ich würde sagen, wie das immer so ist, 8 nutze ich effektiv. Gehst du zuerst entsprechend mit der Sprache voran und suchst dir dann die passenden Bilder? Ja. Oder gab es auch Situationen, wo du Bilder hast und hast geschaut, was möchte ich damit verpacken? Ja, also ich meine, ganz oft ist es auch tatsächlich so, dass wir, wie André das eben auch schon gesagt hat, wir ziehen einfach los im Freundeskreis, wir machen Fotos, wir gucken, was passiert. Wir bringen Aufnahmen mit, die aus der Lüneburger Heide zum Beispiel da unten. Das war kein Shooting. Das ist aber nicht Lüneburger Heide. Nein, das hier nicht, oder? Doch, das ist die Lüneburger Heide, natürlich. Das ist der Totengrund in der Lüneburger Heide am 28. September 2016. Man muss nicht weit fahren. Nee, tatsächlich. Toskana? Das ist die Lüneburger Heide. Okay. Und da sind wir, sieht man auch, tatsächlich hingefahren, haben gesagt, wir gehen einfach noch ein bisschen wandern. Und dann sind die Bilder entstanden und dann waren sie zu schön, um sie nicht zu zeigen. Ja. Und dann kann man daraus natürlich eine Story machen. Ja. Die Story ist auch tatsächlich Make your home a destination. Also dein Zuhause kann halt auch ein Ziel sein. Dann passt es ja auch super zu unserem Instagram-Contest, wo du... Und wir haben es nicht geübt. Glücklicherweise auch als Jury dabei bist. Ich habe dich da gestern mit überfallen und gefragt, kannst du mit dabei sein? Ja. Du hast Gott sei Dank zugestimmt. Da freue ich mich sehr und da bin ich auch gespannt, was unsere Zuschauer da einreichen. Auf jeden Fall. Make your home your destination. Das heißt, man könnte auch sich ein bisschen noch in deinem Blog Inspiration suchen. Auf jeden Fall, zu ja. diesem Thema. Ja. Ich habe auch tatsächlich, aber nur auf Instagram... mal eine kleine Challenge für mich selbst gemacht, auf der ich eben gesagt habe, ich zeige aus meinem Heimatort, der heißt Langapel, niemand hier wird den kennen, auch niemand da draußen wird den kennen, der hat so 242 Einwohner und habe halt gesagt, okay, ich zeige euch schöne Bilder aus Langapel, aber ihr wisst nicht wann und die Leute haben nie geschnallt, dass das jetzt in der Altmark in Deutschland in einem kleinen Dorf ist, einfach weil es überall schön ist, wenn man es sieht. Ja, bei deinen Blog-Einträgen ist mir aufgefallen, die sind sehr, sehr, ja, ich sag mal, emotional echt. Ja, ja. Das heißt, wenn man das liest, hat man so nach kürzester Zeit eine Idee und man meint, dich zu kennen. Mhm. Ist das sowohl beim Text auch tatsächlich so und ist das bei deinen Fotos eigentlich auch so gedacht und gewollt, dass man dich dadurch kennenlernt? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe halt angefangen als Storybloggerin, die einfach ihre Fotografien geteilt hat. Und dann hat sich das Ganze entwickelt und der Text ist immer sehr, sehr, sehr nah an mir dran. Vor allen Dingen in dem Moment, wenn ich ihn schreibe, selbst wenn ich ihn zu einem Kunden schreibe, zu einem Auftrag schreibe. Und die Bilder sollen genau das aufgreifen. Also ich mag das, dass die Leute, die User, Follower, wie auch immer, den Beitrag klicken und jeder nimmt was Eigenes für sich mit. Also jeder fängt eine gewisse Stimmung auf, aus seiner eigenen Perspektive. Das ist eigentlich der Anspruch, mit dem ich da rangehe. Du packst auch noch Musik dazu. Ich habe hier die Spotify-Playlisten schon entdeckt gehabt. Noch nicht komplett angehört, aber entdeckt habe ich sie schon. Ist das auch was, wo du sagst, zum Fotografieren oder zum Bildbearbeiten, Kopfhörer rein und dafür brauche ich Musik? Also Bildbearbeitung, Nachstimmung, habe ich verschiedene Playlists, die ich dann höre. Auf jeden Fall, ja. Das geht, also es ist wirklich bei mir alles ein Zusammenspiel von Ton, Bild, Text, Ästhetik, das spielt alles ineinander. Klasse. Lina, auf deiner Webseite linamalon.de findet man sowohl entsprechend deinen Blog als auch die ganzen Verknüpfungen zu Instagram. Ja. Bei Instagram bin ich auch schon drüber gestolpert. Finde ich auch richtig, richtig toll. Wobei ich dann hier sofort überlegen will, ist das Advertisement, ist das Produktplatzierung? Also das es sieht so entsprechend dann doch natürlich aus, wo ich sage, Mensch, das war heute Morgen bei Ihrem Badezimmer. Also ich finde es mittlerweile super schwer, auf Instagram diese Dinge zu zeigen. Die Schere, ich versuche mich da kurz zu halten, weil das ist das Thema, an dem du mich verlierst. Nein, die Schere ist halt, das Problem ist, die Leute kommen natürlich auch wegen Produkten, beziehungsweise wenn ich beispielsweise das Bild mit dem roten Kleid, was da zu sehen ist, wenn ich das zeige, dann ist die erste Frage, mega schönes Foto, woher ist das Kleid? Ja.
sie kommt einfach. Wenn ich das Kleid verlinke, kommt, oh, Werbung. Ja. Also die Schere ist da, das ist aber auch normal, das ist der Werdegang von Instagram, das ist ein Fakt. Und die Zahnbürste ist tatsächlich ein Produkttest, aber ich habe auch bei Produkttests den Anspruch, dass das ästhetisch aussieht. Sehr also, schön. Ja. Mir gefällt das richtig gut. Ich hoffe, in der Zukunft noch viel von dir zu sehen. Wir sind mit der Zeit leider schon wieder rum. Das ist ja ich komme so, wieder. Ich habe das Gefühl, das muss man sagen, damit man sich bewirbt. Na, ich hoffe, dass du wieder kommen möchtest. Sehr also, gerne. Wir laden dich gerne wieder ein. Es war so schön hoffe, bei das euch. Ich hoffe, das klappt auch wieder. Und ich hoffe, in der Zukunft auch noch viel mehr von dir hier zu sehen und freue mich auf deine Bilder. Und an diejenigen, die bei euch bloggen, holt euch dort Inspiration. Mich persönlich hat es inspiriert und ich weiß jetzt nicht, ob ich das Kompliment. Rote, ich weiß nicht, ob ich das rote Kleid anziehen würde. Ich glaube, es würde dir stehen. Oh, lass mal lieber mal. Gehen wir mal lieber weiter. Ganz kräftigen Applaus für die Lina. Dankeschön.